Das ist Diorit. Wie sieht denn Andesit nochmal aus? Weiß ich schon gar nicht mehr. Hab ich total vergessen. Ich weiß es nicht. Maden Morris. Dankeschön für 2 Monate. Justin Frodo. Dankeschön für 19 Monate. Dann Archangel. Dankeschön für 3 Monate. Und Lion, Dankeschön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Danke. Du bist nicht dumm. Du hast nur ab und zu Pech beim Denken. Das ist natürlich auch sehr gut. Kannte ich so jetzt auch noch nicht. Das ist Granit. Ja, wir hatten doch hier Andesit gehabt. Ich weiß das. Was ist das? Ich habe Hunger. Das? Bin ich jetzt blöd? Das ist Gravel. Verdammt. Das ist Bioabfall. Lul. Bist schon dran vorbei. Ach, das ist unten die Höhle gewesen. Warte mal, ich will mal kurz gucken, was ist das da oben? Was ist das? Das ist auch hübsch hier oben, ne? Einfach mal so eine reingeschissene Schneise. Ist auch hübsch. King, du hast absolut recht. Ich danke dir für den Hinweis. Aber es ist lustig, dass im Chat sonst keinem was aufgefallen ist. Es ist im Chat niemandem aufgefallen. Der Chat ist genauso doof wie ich. Ja. Nice. Archangel, vielen, vielen Dank. Dankeschön für 10 geschenkte Subs an die Community. Dankeschön. Liebe geht raus an dieser Stelle. Danke. Und Saphira Dragon, Dankeschön auch für 100 Bits. Auch an dich, Dankeschön. Ah, wir können doch einfach... Hier, guck mal, wir können doch einfach hier den Boden anfangen rauszureißen. Dann haben wir doch Andesit. Verdammt nochmal. Ja. Wobei ich hier jetzt erstmal was hinmache, weil ich nicht will, dass das Lama darunter fällt. Hab's schon mal geschrieben. Ja. Dudel. Also ich würde hier auf jeden Fall gerne eine Couch hinmachen, ne? Der muss halt auch mal weg jetzt, ne? Sag mal, Olaf, ne? Sag mal, Olaf. Olaf Schlaff. Herr Olaf Schlaff. Wie wäre es denn? Ich hätte da so ein Zimmer. Zur Untermiete. Das ist auch noch frei, also. Ich weiß noch nicht mehr, wo das war. Hier nicht, ne? Nee. Wo war denn das? Hat das jemand zugemacht? Ach. Guck mal. Ich habe hier unten nämlich für Schneemänner ein Zimmer vorbereitet. Ich meine. Also ich. Mein Klausi würde sich bestimmt freuen, wenn da noch ein Schneemann dazukommen würde. Da stehen auch Betten, ja, 2 Stück. Da stehen 2 Betten. Warum stehen da wohl 2 Betten? Die stehen da schon immer so. So, ja, wo gehe ich denn jetzt schlafen? Jetzt ist da oben der komische, die Prinzessin gammelt da oben immer noch vor sich rum. Ich mach mal ein neues Bett. Und schlafe einfach neben der Prinzessin. Holz. Haben wir. Wolle. Haben wir überhaupt eine Kiste für... Doch, wir haben eine Wollkiste. Da ist sie. Huh.
Aber ich musste im Vorgarten pennen. Ja, es war sommerliche Temperaturen. Es war nachts. Es war angenehm draußen. Das war einer dieser Sommertage, wo man lieber draußen schlafen würde gerne als drinnen. Also ich weiß nicht, was du jetzt hast. Wo ist denn dein Problem jetzt? Verstehe ich nicht. Spider-Man? Spider-Man, bist du's? Spider-Man, nicht geschlafen. Was macht der denn da oben, ey? Was ist los mit dem? Ich glaube, ich muss da oben aber mal zumachen, ne? Weil sonst ist er gleich weg. Schatzi, geh mal da. Lass mich mal kurz da. So. Ja, ja. Okay, ich sollte vielleicht die Treppe ganz wegmachen. Weil er ist wohl scheinbar nicht der Schlauste. Weh, mir kommt einer, ich hätte den jetzt geschubst, ne? Ich mach die Leiter extra weg. Ich mach die Leiter extra weg. Da oben geht's aber doch nicht weiter. Doch, der kann da oben drüber jumpen, theoretisch gesehen. Und da oben ist das Feuer. Ist vielleicht nicht die beste Sache, glaube ich. Nee. Du gehst jetzt hier... Mann, wieso suchst du denn immer alle Löcher und gehst da sofort durch? Geh wieder zurück in die... Geh zurück ins Zimmer jetzt. Tschüss. Bin ich aber langsam leid mit dir. So. Ich guck mal gerade was. Mapzilla, dankeschön für 300 Bits. Und auch an Archangel, dankeschön auch an dich auch nochmal für 300 Bits. Dankeschön für den Support. Hammermäßig. Vielen, vielen Dank. Diese Dinge. Okay, doch, wir brauchen die Ecken. Alles klar, gut. Nee, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Ich hätte die halt nur gerne auch auf der Seite hier. Aber hier haben wir sie doch. Haben wir sie doch. Ja, okay, schon gut. Schon gut, ich habe nichts gesagt. Passt schon. Schon gut. Ja, der Boden, ne? Ich frage mich halt gerade nur, wie trennen wir das am besten ab? Wir bräuchten auf jeden Fall einen Flur, ne? Das ist klar. Wir brauchen auf jeden Fall einen Flur. Warte, du könntest als Eingang ja eine Doppeltür machen, dann passt es besser zu den Fensterbreiten. Ja, aber dann ist es nicht mehr synchro, also dann ist es nicht mehr, dann ist es nicht mehr, weißt du, was ich meine? Jetzt ist die Tür ja in der Mitte. Aber wenn ich da jetzt eine Doppeltür hin mache, dann ist das nicht mehr in der Mitte, verstehst du? Können wir nicht machen. Geht nicht. Das ist kacke. Dieses richtig scheiße ist es. Onkel Theodor oder The Odor. Dankeschön für 100 Bits und auch Meister Obst. Dankeschön für 200 Bits. Vielen, vielen Dank. Ich überlege gerade, wie wir machen jetzt mit diesen. Wie wir machen hier mit dem. Halbe Wände gibt es nicht, ne? Das gibt's, glaube ich, nicht. Oder? Gibt's halbe Wände? Nee, gibt's nicht. Aber man könnte... Die halb... Also quasi wie Mauern, ne? Es gibt ja diese Mauern, diese Mauerbreite. Und das als Wand, aber das gibt's nicht, ne? Glaube ich. Kannst ja nur zwei hochbauen. Genau, das war auch gerade meine Idee. Das jetzt zu tun, beziehungsweise... Überlege ich gerade, ob es Sinn macht. Ich brauche Zäune. Gib mal Zäune, Jalla. Was ist denn heute mit euch los, da? Was ist das denn? Was ist da denn los? Saphira Dragon, Dankeschön für 500 Bits
Und Archangel, dankeschön für 1000 Bits. Habt ihr die Bits jetzt für euch entdeckt oder was? 2,5 hoch mit Slab. Ja, beziehungsweise hat jetzt überlegt, ob man da vielleicht einen Zaun dazwischen macht. Verstehst du? So als... Verstehst du? So. Ich guck mal gerade. Vielleicht auch mit Slabs ist eigentlich auch keine schlechte Idee eigentlich. Wir gucken mal. Oder Glas. Könnte man auch dazwischen machen. Ja, Hammer. So, dachte ich vielleicht. Und dann... Wobei das jetzt irgendwie komisch aussieht, ne? Sieht ein bisschen verloren aus. Ich bin super schlecht im Innenausbau, ne? Habe ich euch das schon mal gesagt? Dass ich da echt eine Null bin? Ich glaube auch, dass es mit Glas geiler aussieht. Aber dann wird es halt langsam auch zu viel Glas, ne? Das kann natürlich auch passieren. Dass wir hier drinnen langsam so ein bisschen zu much, wollte ich gerade sagen, zu much Glas bekommen. Ich mach mal das hier weg. Die Kisten müssen da leider jetzt dann auch weichen, ne? Das wird lustig. Ich habe keinen Hunger gerade. Scheiße, ich wollte den Kuchen gerade essen. Ja, gut, dann lassen wir den Timmy-Kuchen dann nochmal gerade hängen. Welche ist das? Behutsamkeit. Nee, da hat mir das vorher besser gefallen. Lass dir von Debitor helfen. Debitor, wie könnte ich meine Inneneinstattung... Fertig. Habt ihr dein Haus dekoriert? Fertig. Tschüss, hier bitte. Brauch mal Fackeln hier, es ist sehr dunkel gerade. Blätter haben wir, glaube ich, ne? Irgendwo unten. Sag mal. Da haben wir Blätter. Hilfe! Habe ich jetzt... Oh nein, habe ich jetzt durch die Fackel, die ich gesetzt habe, meinen Aufzug kaputt gemacht, oder was? Okay, wir müssen den Aufzug reparieren. Pisse. Kack-Arsch-Aufzug. Die Frage ist halt auch, was machen wir in die einzelnen Räumlichkeiten, ne? Ich meine, hier vorne würde ich gerne, wie gesagt, ein Wohnzimmer hinmachen, das ist klar. Aber was machen wir hier hin? Und wo machen wir die Küche hin?
Kann mal jemand Mr. One Cupcake gerade mal bitte, kann den mal jemand bitte bannen? Der Typ geht mir aufs Ei. Ohne Scheiß. Ist jetzt schon das zweite Mal, dass du mir aufhältst und deswegen bitte, liebe Mods, Kati, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das erste, was er geschrieben hatte, war, er findet meine Freundin sexy. Habe ich noch gesagt, okay, gut, ist vielleicht ein Kompliment, easy, passt. Aber jetzt geht er mir aufs Ei. Jetzt nervt er. Alles gut, hey. Nein, nix, sorry. Alles gut. Ich überlege halt gerade, wo wir die Räume hinbauen. Ich habe keine Ahnung. Das ist, können wir nicht im Garten irgendwie weiterbauen? Ich hasse Innenstadt. Teach, Alter. Ich glaube, wir machen die Küche auch wieder hier hin. Und ich weiß noch nicht, ob wir den Aufzug da lassen, ne? Ich bin mir noch sehr unsicher, ob wir den Aufzug da lassen oder ob wir den woanders dahin machen. Oder ob wir überhaupt noch einen Aufzug haben werden oder ob wir nicht eine Treppe oder sowas machen. Ich bin noch am Überlegen. Wunderschwein, dankeschön für 10 Monate. Bertus, vielen Dank für 7 Monate. Und Malek, dankeschön für 10 Monate. Die Köche. Den Aufzug in den Turm versetzen. Ist der Turm? Ja doch, der Turm ist da noch. Wir bauen erstmal die Küche. Wir gucken erstmal. Ich mach mal das Kartending hier weg. Frech. Ich hätte auch hier gerne Fenster, ne? Da müssen wir auch von draußen da mal gucken. Ich gehe mal gerade pennen. Und ich find's mega, dass du anfangs Haus geblieben bist. Erste Staffel. Ja. Ich meine, ich hätte in der Zeit auch schon 20 andere Häuser bauen können. In der Zeit, wo ich hier an dem einen Haus rumbaue, hätten andere wahrscheinlich schon 10 Häuser gebaut. Aber ganz ehrlich, wir haben noch Zeit. Sind das nicht so viele Fenster? Was bist du von mir? Es gibt kein Frühstück. Bin ich hier im Hotel oder was? Sehe ich hinaus? Ja, Teach, es ist immer noch eine Sie, bitte. Es ist eine Prinzessin. Oh, guck mal, wie der Sonneneinfall jetzt hier ist. Oh, das ist schon hübsch. Oder? Das ist schon schön. Hier könnte man zum Beispiel eine Essecke hinmachen. Wir könnten hier zum Beispiel jetzt so eine Essdings hinmachen. So ein Tisch, weißt du, so ein Riesentisch. Es ist halt immer noch schade, dass man... Ja doch, wobei, man kann ja Tische mittlerweile machen. Das geht ja mittlerweile ganz gut. Aber das können wir hier machen, auf jeden Fall. Jetzt kommt... Nein! Jetzt hier diese Geschichte, ne? Diese Geschichte. Wie baut ihr Küchenschränke in Minecraft? Also Ofen würde ich auf jeden Fall schon gerne mal nehmen. Mit Mods. Fässer. Oh ja, Fässer an die Wand. Ja. Ja. Haben wir noch Fässer? Nein, ich glaube nicht. Okay, wir müssen Fässer bauen. Gar nicht, ich lass liefern. GSG-Lex, dankeschön für den Prime-Sub. Und Wuffelschnuffelchen, dankeschön für deine 2 Euro. Schickes Nasenfahrrad, weil ich nicht weiß, was man sonst schreiben soll. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Danke, dass du nicht sowas schreibst. Wie, komm, warum guckst du durch Fenster? Komm doch rein. Habe ich heute auch schon gehört. Wusste ich. warte. Fässer. Nee. Ah. Was brauchen wir dafür? Slabs?
Warte, so. Slabs und Bretter. Ich mach mal ein paar Fässer. Wir brauchen ein paar Bretter. Haben wir noch Slabs? Ja, mehr als genug. Mehr als genug. Und dann, wenn ich die Fässer gleich gemacht habe, werde ich eine kurze Hundipause machen. Ihr kennt das ja schon. Naja, gut, reicht das mal. 3. Fuck hier. So, das sind erstmal 6 Stück. Ist jetzt erstmal nicht die Welt, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. 6 Fässer, wir haben die Öfen. Wir werden auf jeden Fall noch 1-2 Öfen brauchen, aber wie gesagt, das machen wir gleich. Ich mache eine kurze Hundipause und bin dann gleich wieder am Start. Und ja, da geht's weiter. Dann bauen wir die Küche. Bin sehr gespannt, ob wir das hinkriegen. Ansonsten gebe ich einfach Kati meine ganzen Diamanten und die macht das dann einfach für mich. Gehe ich lieber auf Diamant-Tour. Matze Kram, vielen, vielen Dank. Dankeschön für 10 gegiftete Subs, Alter. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Mit dem Aufzug ärgert mich, ne? Ihr könnt euch schon mal... Habt ihr schon eine Idee, wie wir das wieder reparieren können? So, wie baue ich die jetzt am besten auf, dass das aussieht wie Küchenschränke? So? Hm. Das habe ich gelesen, Fox. Ja, das habe ich gelesen. Mit dem Haken, das ist eine gute Idee. Müssen die halt aber da oben anbringen, ne? Sonst ist das... Falltüren als Verkleidung. Ja. Haben wir noch Slabs, sag mal? Ja, aber nicht mehr viele. Wir haben auch fast kein Holz mehr, ne? Ja, doch, ein bisschen Holz haben wir noch. Aha! Alter! Mann! Ja, hier bei Eisen sind die Eimer drin. Wenn du es mal probieren möchtest, ich weiß nicht, ob es klappt. Ich habe keine Ahnung. Es könnte sein, dass es nicht klappt, oder? Weil das doch mit diesen komischen... Das war doch mit diesen komischen Dingens. Oder? Könnte sein, dass das nicht hinhaut. Ich weiß es aber nicht. Brauch mich nicht. Ach. Wieder? Nee, das ist immer noch da. Ich glaube, ich habe den Wasserblock kaputt gemacht. Weil normalerweise hat der Aufzug dich oben rausgeschossen. So, weißt du, so. Hui. Ich glaube, ich habe den kaputt gemacht. Der ist im Arsch.
abreißen. Weg damit. Gibt es jetzt nicht auch vertikale Slabs? Oh, der wäre natürlich der Hammer. Aber ich glaube, die gibt's nicht. Ich glaube, die gibt's nicht. Leider nicht. Chico 8, Dankeschön für 2 Monate. Und Chemikant, Dankeschön für deine 15 Euro. Vielen, vielen Dank. Tobi, einfach ein kernsympathischer Typ. Oh, Chemikant, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön für deine 15 Euro und Dankeschön für das Kompliment. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Dankeschön. So, pass auf. Wir brauchen einen Kessel. Kesselmack. Au, au. Trichter, Kessel. Wie war das mit dem Kessel nochmal? Haben wir, glaube ich, hier nicht. Was ist denn das? So. Es hat schon 20 Sekunden keiner mehr gespendet. Skandal. Ach. Scheiße. Eisen brauchten wir dafür. Okay, gut. Stream abgebrochen, weil wir so undankbar sind. Dann echt? Oh, warte, ich komme. Wehe, wenn nicht.